Hallihallo Leute, heute machen wir diese Glitzerhülle. Hierfür benötigt ihr so eine durchsichtige Folie für einen Tageslichtprojektor. Die bekommt ihr eigentlich in jedem Schreibwarenhandel oder zur Not gibt es die auch im Internet. Mit der Schablone machen wir dann zwei Einlagen für euer Handy daraus. Also diese, ja, ihr wisst, was ich meine. Die eine legen wir erstmal zur Seite und die andere bearbeiten wir jetzt. Ich habe jetzt hier so Flüssigkleber. Ihr könnt zur Not auch Nagellack nehmen, aber ich empfehle euch wirklich diesen Flüssigkleber. Und hier habe ich noch so Glitzer. Das gab es mal bei Kik. Das hat irgendwie nur so 1,50 oder 2 Euro oder so gekostet und ich fand das mega cool. Da konnte ich das nicht liegen lassen. Und ja, dann sucht ihr euch zwei schöne Farben raus. Ich habe mich jetzt für Pink und Silber entschieden und mache da so einen kleinen Riss hinein. Mit dem Kleber, wenn man die dann aufbekommt, macht ihr so eine Klebefläche halt. Ich empfehle euch noch nicht die ganze Hülle einzuklebern, sondern so etappenweise das zu machen. Ich fange jetzt erstmal, wie ihr seht, so unten an und mache da eine gute Portion drauf, sodass da keine Lücken sind. Denn da, wo Lücken sind, kann logischerweise kein Glitzer kleben bleiben. Und das ist ein bisschen schwierig. Ihr braucht erst noch so die richtige Taktik, wie weit man das einreißen muss und wie man dann draufklopfen soll. Denn wie ihr seht, hat das bei mir nicht so gut funktioniert zu Beginn. Es kommt halt noch nicht so viel raus. Aber als ich den Spalt dann so ein bisschen mehr eingerissen habe, ging es eigentlich ganz gut. So sieht der untere Teil jetzt aus. Und jetzt mache ich das mit dem obersten Teil genauso. Wieder gut mit Kleber einschmieren, wie ich eben schon gesagt habe. Ich spule mal ein bisschen vor, damit das nicht so langweilig für euch ist. Und dann schnappt ihr euch die andere Farbe und pulvert das da oben genauso gut mit ein wie unten. Jetzt sieht das jetzt noch ein bisschen komisch aus, so oben Silber, unten Pink, aber keine Sorge, das kommt nicht noch. Dann schüttle ich so ein bisschen das überschüssige Glitzer ab, was noch so dazwischen liegt, wo eben kein Kleber ist. Und jetzt kommt der etwas schwierigere Teil. Also die Mitte mit Kleber einschmieren ist jetzt noch nicht das Schwierige. Aber ich nehme jetzt meine beiden Tütchen und versuche so ein gutes Ombre-Muster hinzubekommen. Ich versuche erst noch die jeweilige Farbe so ein bisschen weiterzuführen und in der Mitte das so ein bisschen hin und her zu überlagern. Also das ist schwierig zu erklären, aber ihr seht ja, was ich meine. Fertig sieht das Ganze so aus und da ist wohl ein ganzer Haufen drauf, aber das ist nicht so schlimm. Besser zu viel als zu wenig. Lasst das gut trocknen, am besten über Nacht oder mehrere Tage, damit es auch wirklich komplett trocken ist. Dann, wenn ihr die andere Seite draufgelegt habt, wundert euch nicht, dass das spiegelverkehrt ist, das liegt halt jetzt auf dem Kopf, weil ich die andere Seite drüber gelegt habe. Jetzt habe ich hier so Backpapier, da schneide ich mir ein passendes Stück zurecht, so dass ich das Glitzer-Ding, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, halt die Glitzerfolie, sag ich einfach mal, da dann reinlegen kann und das dann mit dem Glätteisen vorsichtig an den Seiten erhitzen kann. Wenn ihr noch kleiner seid und euch da nicht so sicher bei fühlt, dann schnappt euch auf jeden Fall eure Mama oder euren Papa, der euch dabei hilft, denn wir wollen ja nicht, dass ihr euch irgendwie verbrennt oder so. Dann fangt ihr halt am Rand an, das zu erhitzen, dann noch so ein bisschen in der Mitte. Und natürlich auch noch oben, sodass alles gut warm ist. Okay, jetzt fehlt irgendwie ein Stückchen, aber hey, ich habe es eigentlich nur zusammengebaut. Hier ist noch mein letztes Video. Hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen nach oben natürlich cool. Ciao!